Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Im Namen des Lebens ergeht folgendes Urteil. Sie sind alle des Todes. Jeder von Ihnen, jeder, der jetzt zuhört, niemand von Ihnen kann dem Tod entgehen. Wir müssen alle sterben. Vielleicht sogar nicht nur im leiblichen Sinne, das sowieso. Irgendwie stirbt man ja auch geistig, vielleicht auch geistlich so im Laufe des Lebens. So hat man es uns im Katechismus beigebracht. Jede Sünde, die wir begehen, tötet schon ein Stück Leben in uns. Da gibt es kein Vertun. Wir sündigen, unaufhörlich. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Und trotzdem spüren wir eine unglaubliche Sehnsucht nach dem Leben in uns. Keiner will einfach sterben. Wir wollen leben. Und wir wollen sogar noch länger leben. Wir ringen um dieses Leben mit allen möglichen Mitteln. Wellness, Massage, Frischzellen, Rechtsträne, Milchsäure, Bakterien, Laktose, Calcium, Fluor. Wir wollen nicht nur sterben, wir wollen vor allem sehr alt werden. Aber wir wissen es alle, nichts davon wird uns retten können. Sterben wird trotzdem und trotz unserer Sehnsucht immer das Ende sein. Die Frage ist nur, was uns eher ereilt. Der körperliche Tod am Ende oder vielleicht schon der innere Tod vorher, so wie es jetzt in Corona viele beklagen, dass sie nicht mehr weiter wissen. Warum dieses ernste Thema? Wir sind fast am Ziel. Noch eine Woche und dann geht's hinein in die Karwoche. Tod, Leiden Jesu, Auferstehung. Heute am Passionssonntag verhüllt man traditionell die Kreuze in unserer Kirche. Und wenn sie dann am Karfreitag hereingetragen werden zur Verehrung, werden sie enthüllt. Dann schauen wir richtig in die Augen unseres Todes. Der Prophet Ezechiel ruft uns da heute mit einem wunderbaren Satz zu, den man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich hole euch heraus aus euren Gräbern, spricht der Herr. Also, wir sind alle des Todes, aber es gibt Rettung. Die Rettung, wir Christen, kennen sie in Jesus von Nazareth. Martha hat es so formuliert, die Schwester des Lazarus, als sie zu Jesus sagte, du bist Auferstehung, du bist Leben, du kannst uns unsere Sünden vergeben, du hauchst uns das Leben ein und vertreibst den Tod. Eigentlich müsste man doch meinen, Mensch, wenn das die Botschaft ist, da hat einer ein Mittel, da hat einer die Kraft gegen den Tod. Es müsste ja zugehen bei uns. Gell? Die Leute müssten ja Schlange stehen vor unseren Kirchen. Die Anbetungsstunden, die Kreuzwege, die Gottesdienste, sie müssten rammelvoll sein. Da ist einer, der sagt, hallo, ich bin das Leben für dich. Ist es aber nicht, wir wissen's. Da gibt es viele Theorien, die müssen wir hier jetzt ja gar nicht durchdenken. Aber stellt euch vor, es kommt irgendein bekannter Star. Wir würden den in unsere Kirche einladen. Wir hätten sehr viele Gäste, die da kommen und da ihm begegnen wollten. Nicht, wenn wir von diesem Jesus von Nazareth reden. Oder reden wir über das Beten. Für viele ist Beten eine verlorene Zeit. Und genau das wollen wir doch nicht. Leben verschwenden, Zeit verschwenden. Gottesdienste. Viele sagen, ach, ist doch langweilig, immer dasselbe. Wir wollen doch das pralle Leben. Fußballspieler, gute Theateraufführungen, schöne Oper. Das ist doch pralles Leben. Aber so ein Gottesdienst ist die klassische Ersatzbefriedigung. Wir fühlen uns besser, obwohl wir eigentlich doch besser wissen, dass all das unser Leben nicht retten kann. Und da kommt dieser Jesus, wie den Lazarus. Er ruft uns heraus aus der Höhle unseres Lebens, die so bunt plakatiert ist, die so wunderbar nett aussieht, mit wunderbaren Prospekten des Lebens und der Zukunft. Aber es bleibt eine Grabeshöhle. Komm heraus, Lazarus, komm heraus, Junge, komm heraus, Christ, komm hinaus ins Leben und erkenne, worum es wirklich geht. In deiner Beziehung zu Gott. In einer Beziehung zu dir selbst und vor allem in einer Beziehung, in einem Einsatz für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Da gewinnst du das Entscheidende. Da verlässt du dieses Grab jetzt schon, um dein Leben wieder in den Griff zu bekommen, wieder Halt und Sinn zu erhalten. Für andere da zu sein, heißt eben nicht sich selbst hinten anstellen, sondern mit dem anderen im Mittelpunkt zu stehen. Ich hole euch heraus aus euren Gräbern. Da ist ein Anfang gemacht. Ein kleines Samenkorn des Lebens wird in unser Grab gelegt. Und auch wenn so vieles im Glauben und in der Kirche wie reine Zeitverschwendung erscheint, es ist letztlich das Leben Jesu selbst, das an uns verschwendet wird. Kommt heraus aus euren Höhlen, ruft uns der, der diese Höhle mit Licht erfüllt hat. Kommt und lebt, kommt hinein in das Leben, das ich euch schenke.
Das wird die Botschaft sein, in die wir jetzt in die Karwoche dann hineingehen dürfen in einer Woche. Wir können uns vorher schon darüber austauschen. Ich darf mein neues Buch, die Schießler-Bibel, vorstellen in der Buchhandlung des St. Michaelsbundes in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 am Samstag vor Palmsonntag von 14 bis 16 Uhr. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht sehen. Alles Gute, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.